Wach auf, Amerika! Wach auf, Welt! Es ist die Geschichte des Jahrhunderts. UFOs sind real. Außerirdische Objekte befinden sich nicht nur im Weltraum, im nahen Erdorbit oder in der Luft, sondern sie sind vor allem in den Tiefen der Meere zu finden. Und wir haben nun die Beweise dafür. Und damit hallo meine Lieben zu den erstaunlichen Worten eines ehemaligen Admirals der US Navy, der derzeit sogar mit Avi Loeb zusammenarbeitet, um die Geheimnisse des Meeres zu erforschen, wie es heißt. Und alles, was er dort fand, deutet eben auf diese Geschichte des Jahrhunderts hin, wie er es nennt. Außerirdische Schiffe, die in den Ozeanen dieser Welt agieren und ein spektakulärer Fund von seltsamen Sphären im Meer, die allerdings nur im Infrarotbereich zu sehen sind. Wir schauen uns heute diese neuesten Entdeckungen aus den Tiefen der Meere ganz genau an. Wie immer direkt nach dem Intro. Es sind immer wieder diese Berichte über unbekannte Objekte in der Nähe von Wasser. Ob über großen Seen oder über und in den Meeren und Ozeanen unserer Welt. Und tatsächlich sind diese alles andere als selten. Zahlreiche Zeugen berichten von ihnen. Amerikanische und russische U-Boot-Kapitäne, die Navy-Piloten über dem Pazifik, aber auch zivile Piloten und Schifffahrtskapitäne. Irgendetwas müsse sich in den Tiefen der Ozeane befinden. Und nicht wenige glauben, dass diese viel kleineren Objekte, die wir allgemeinhin als Usos bezeichnen, die schnell ins Wasser hinabtauchen, zu etwas viel Größerem unterwegs sind. Vielleicht eine gigantische Unterwasserbasis, erbaut von Außerirdischen, unentdeckt vor den Augen der Menschheit. Wir schauen uns heute die neuesten Aussagen von jemandem an, der es ja einfach wissen muss, was sich dort unten wirklich befindet. Ein ehemaliger US Navy Admiral, der dann zum Ozeanographen geworden ist, gar die NOAA leitete und nun mit Avi Loeb auf Alienjagd geht. Und nun sei er tatsächlich fündig geworden, unsichtbare Sphären tief im Ozean und eine seltsame Anomalie am Meeresboden. An einem sehr besonderen Standort. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Timothy Gallaudet, ein Ozeanograf und pensionierter Konteradmiral der US Navy. Er war stellvertretender Handelsminister für Ozeane und Atmosphäre im US-Handelsministerium, amtierender Leiter der National Oceanic and Atmospheric Administration, der NOAA. Nun macht er sich aber zusammen mit Avi Loeb auf die Suche nach Beweisen für außerirdische Objekte im Rahmen des sogenannten Galileo-Projekts. Und nun will er fündig geworden sein. Eindeutige Beweise, die außerirdische Aktivitäten am Meeresboden bezeugen. Es gebe gar keine andere Erklärung dafür und die Menschheit müsse aufwachen. Schon kurz nach der UFO-Anhörung im US-Kongress berichtete ich euch von Gallaudet. Damals meldete er sich zu Wort, um die Aussagen von David Grush und Co. zu bestätigen. Alles, was er als General der US Navy erfahren habe, passe tatsächlich zu den Worten der drei UFO-Whistleblower. Von abgestürzten UFOs bis hin zu geborgener, nichtmenschlicher Biologika. Was ja schon wirklich bemerkenswert ist, wenn das ein so hochdekorierter Navy-General sagt, der unter anderem immer noch seine engen Kontakte nach Washington DC pflegt. Nun hat er sich aber auch mit seinen ganz eigenen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gewandt, berichtet von tatsächlich existierenden UFOs und Alien-Unterwasserbasen innerhalb der großen Meere und Ozeane, präsentiert uns gar eine Sonaraufnahme, die eine solche UFO-Aktivität zeigen soll. Doch dazu später mehr. Wir hören uns erst einmal an, was uns Gallaudet noch so alles berichtet, was er als größte Geschichte des Jahrhunderts bezeichnet.
In seinem erst wenige Tage alten Interview mit Chris Letho berichtet uns Gallaudet von unterseeischen Objekten, die seit Jahrzehnten von Seefahrern beobachtet werden können. Seien es Angehörige der Navy oder eben die zivilen Kapitäne mitsamt ihrer Crew. Objekte, die die Tiefen der Ozeane mit Geschwindigkeiten durchqueren, die für konventionelle oder bekannte U-Boote unmöglich zu erreichen wären. Er beschrieb auch Fälle, in denen U-Boote aus der Zeit des Kalten Krieges unerklärliche Sonarwerte meldeten. Objekte, die sich auf eine Weise bewegten, wie es kein bekanntes Unterwasserfahrzeug kann. Aber er berichtete auch von viel aktuelleren Fällen. So auch von der Aussage des Radartechnikers auf der USS Omaha. Und die Bilder, die an Bord des Kampfschiffes aufgenommen worden sind, dürften euch alle ziemlich bekannt vorkommen. Das sogenannte Transmedium-Objekt, das plötzlich abtauchte und in den Tiefen des Meeres verschwand. Doch dies sei bei weitem nicht der einzige Fall an Bord der USS Omaha gewesen. Der Zeuge, von dem Gallaudet berichtet, also der Radartechniker, bemerkte nur Monate zuvor ebenfalls ein seltsames, unbekanntes Objekt auf dem Sonar. Es sei mit unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch das küstennahe Meer gerast. So weit, so gut und so ähnlich haben wir es schon dutzende Male gehört. Auch wenn es natürlich etwas sehr Besonderes ist, wenn uns ein ehemaliger Konteradmiral davon berichtet. Und auch die Bilder des Transmedium-Objekts vor der Nase der USS Omaha sind uns inzwischen alle so ziemlich gut bekannt. Doch Gallaudet erzählt uns auch von etwas, das ja wieder so unmöglich erscheint. Aber hört einfach mal selbst. Gallaudet sagt, dass derzeit etliche Forschungsteams wie die des Galileo-Projekts sich daran machen, den Meeresboden nach außerirdischen Objekten abzusuchen. Sie entwickelten dabei komplizierte Messgeräte, die aus einer Kombination aus Radar, elektrooptischen, infraroten und akustischen Systemen bestehen. Und genau diese hochsensiblen, hochpräzisen Messinstrumente haben etwas entdeckt, was bisher völlig verborgen geblieben war. Diese detektierten nämlich immer wieder seltsame kugelförmige Objekte, die aber nur im Infrarotbereich erkennbar sind. Sie sind also für das bloße Auge völlig unsichtbar. Leider berichtete er uns nicht von der Größe dieser unsichtbaren Sphären. Ob es nun wenige Millimeter im Durchmesser sind oder dann doch viel größere Objekte. Was sie sind, könnte man aber so oder so nicht erklären. Ob es tatsächlich außerirdische Objekte mit einer Art Tarnmechanismus sind oder dann doch etwas Irdisches, was wir aber einfach noch nicht kennen. Fest stehe aber, dass es diese Dinger dort unten gäbe, die wir bisher nicht erfassen konnten. Nur diese komplexen Sensorsysteme haben sie nun für uns sichtbar machen können. Dann berichtet uns Gallaudet von einem sehr jungen Fund, den er mit der Aktivität von Unterwasser-UFOs in Zusammenhang bringt. Es könnte gar mit einer unterseeischen Alien-Basis zu tun haben. Nach zahlreichen UFO-Sichtungen in der Gegend von Catalina, also an der kalifornischen Küste, wandte sich Gallaudet an seinen Freund Victor Vescova, ein renommierter Unterwasserforscher. Er bat ihn, den Meeresboden rund um Catalina genauer zu erkunden. Und tatsächlich wurde er auf eine Anomalie aufmerksam, ein mysteriöses Merkmal auf dem Meeresboden, wie er es nennt. Vescova entdeckte etwas, das wie ein Keil auf dem Meeresboden aussah. Und was für uns erst einmal relativ unspektakulär aussieht, sei für Experten aber einfach nicht zu erklären. Genauer sagte Gallaudet dazu: Ich konnte keine natürliche Erklärung dafür finden. Die Anomalie sieht aus wie ein Keil, der aus einem Hügel herausgeschnitten wurde. Im Grunde handelt es sich um einen Unterwasserkamm und ein Keil daraus wurde vollständig herausgearbeitet und um 2 Kilometer horizontal verschoben. Ich möchte wirklich eine Erklärung dafür finden, aber es gibt Anlass zu Spekulationen. Ist das ein Beweis für eine Unterwasser-UAP-Interaktion mit dem Meeresboden? Oder sogar ein Standort für die Unterwasserinfrastruktur, wo diese Dinger hinkommen? Ich bin mir sicher, dass es nicht auf natürliche Weise entstanden ist.
Für den ehemaligen Konteradmiral scheint hinter dieser Sonaraufnahme also sehr viel mehr zu stecken. Das zeigt dann auch seine Reaktion auf die Frage, wo genau sich denn diese Anomalie befände. Ich halte die Koordinaten geheim, weil es derzeit Verhandlungen für eine Tauchexpedition gibt. Es liegt irgendwo nahe der Bucht von Südkalifornien, irgendwo zwischen Catalina Island und Long Beach. Interessanterweise gilt Catalina Island schon seit Mitte der 1960er Jahre als sogenannter UFO-Hotspot. Und diese Gegend ist ebenfalls Schauplatz der berühmten Begegnung mit der USS Nimitz im Jahr 2014. Der Kontakt mit den inzwischen weltweit bekannten Tic-Tac-UFOs. Gallaudet macht sich inzwischen auf die Suche nach weiteren Anzeichen für außerirdische Aktivitäten am Meeresboden. Und irgendetwas muss diesen Admiral der Navy tatsächlich davon überzeugt haben, dass sie wirklich dort unten zu finden sind, in den unerforschtesten Bereichen unseres Planeten, dem perfekten Ort für eine außerirdische Zivilisation, die sich unbemerkt von uns auf der Erde aufhält. Wenn ihr mich fragt, mit der Sonaraufnahme von diesem Keil im Meeresboden, kann ich persönlich überhaupt nichts anfangen. Aber ich bin halt eben auch kein Experte. Daher die Frage an die Community, ob das denn wirklich so ungewöhnlich ist. Ist da jemand unter euch, der sich damit auskennt? Viel interessanter finde ich da schon diese Kugeln, die nur im Infrarotbereich zu sehen sind. Auch wenn wir noch nicht wissen, was sie denn überhaupt sind. Aber schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, da freue ich mich wirklich immer sehr. Und wer noch nicht abonniert hat, der aktiviert jetzt die Glocke. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.